Es ist Samstagabend, 21 Uhr und ihr wisst, was das heißt. Es ist der zweite Teil der dieswöchigen Dinnertage. Wir befinden uns in Blood Bowl 2 und zeigen euch hier ein Spiel aus unserer internen Community-Liga auf dem Kanal von Writing Bull in der Community von Writing Bull. Und zwar ein Spiel Amazonen gegen Bretonen, El Rakadushs unbeachtete Heldinnen gegen das Team Ruby von Gotrex Jäger. Und ich habe einen schwarzen Bildschirm und habe keine Ahnung, warum ich den habe. Aber dann nenne ich euch erstmal meinen Namen. Mein Name ist Turun und mein charmanter Mitmoderator Sky. Hast du eine Ahnung, warum ich einen schwarzen Bildschirm habe? Sehr gut, ihr Lieben, probier doch mal die Escape-Taste. Manchmal ist, weil ich sehe den Cursor noch. Aha! Ah, da seht ihr mal, warum ich Sky habe. Ja, dann wichte ich an die Escape-Taste ganz oben links, die man gerne mal immer außer Acht lässt, die arme Taste. Ich streiche sie mal bei mir. Passiert da, glaube ich, nichts, ne? Wenn ich meine hier streichel, dürfte nichts passieren. Nein, nein, du hast keinerlei Kontrolle über meinen PC. Ja gut, nicht, dass ich hier den Teamviewer ausschalte. Nee, das will ich schwer hoffen. Randale! Genau, Randale. Beide Mannschaften verlieren einen Zug. Und, Das ist immer gut für den Führenden. Genau, das ist immer gut für den Führenden, richtig. So, aber wir halten kurz an, denn durch den schwarzen Bildschirm konnten wir natürlich nicht umhin, hier den Beginn der Halbzeit ordentlich euch zu zeigen. Also erstmal nochmal willkommen, ne, an alle, die jetzt gerade nicht wissen, wir sind ja in der zweiten Halbzeit dieses Spiels, also nicht wissen, was in der ersten passiert ist, husch, husch in die letzte Folge und erstmal angucken. Dann könnt ihr zurückkommen. So, an alle anderen, willkommen zur zweiten Hälfte. Und wir haben hier auf der einen Seite, die jetzt angreifen dürfen, die Bretonen, das Team Ruby. Die treten an mit 11 Leuten, weil sie haben 12 und einer ist verletzt. Eine. Ja, stimmt. Ne? Im Sinne der Gleichberechtigung, weil wir ja hier Amazonen haben und weil sowieso ein Großteil des Teams dem Namen nach Frauen sind. Ja, auch Frauen dürfen Bärte tragen. Genau, denn auch Frauen dürfen Bärte tragen. Das ist ganz wichtig heute. Sagen wir jetzt immer die weibliche Form. Also eine Blitzerin von den Bretonen hängt draußen, verletzt, Blake Belladonna. Also 11 Leute auf dem Feld. Aufstellung extrem frontal, also alle an die Frontlinie. Ne? Blitzer in der Mitte, Blitzerin, weiß Schnee. Dann immer die Blocker. Rinnen. Ich kann mich daran nicht gewöhnen. Es tut mir leid, Leute. Es ist einfach, es steht da und ich mache das ja nicht aus böser Absicht. Also ich sag's jetzt einfach, wie es mir über die Zunge kommt. Also, dann Feldspieler und mit Abstand nochmal Feldspieler, alles also dicht. Hinten nochmal zwei Blitzer, die für den Ball zuständig sind. Um an dieser Stelle übrigens noch was aus der ersten Halbzeit nachzuholen, wir haben ermittelt, wer schuld daran war, dass dieser Ball nicht aufgehoben wurde am Ende der letzten Halbzeit. Und zwar war das, wo habe ich ihn? Hier, Lywen ist der Schuldige. Blocker, Lywen, buh, sage ich da nur. Aber insgesamt also eine sehr frontale Aufstellung. Hinten die beiden, die den Ball händeln. An und für sich vernünftig, kann man nichts gegen sagen. Frage mich, warum der Blitzer da allein steht, im Zentrum gegen einen. Ich hätte da noch einen rechts oder links daneben gestellt. Da hätte der Blitzer einen Assist gegeben. Oder zumindest den Blitzer daneben und einen Assist dann davor. Da hätte er mit zwei Würfelblock auch in der Mitte angreifen können. Entweder er hat gedacht, Weiß Schnee schafft das alleine. Oder es war unklug. Aber das werden wir dann wohl noch rausfinden. Aber da er angreifen darf, denke ich mir, wird es halb so wild sein. Er hat dann halt hier nur halt einen Einwürfelblock. Und das hätte er besser haben können. Die Amazonen auf der anderen Seite, die unbeachteten Heldinnen, dürfen nur zu 10 antreten, denn sie hatten auch 12. Eine sitzt noch draußen und ist K.O. Die Chloe Sullivan, die ist nicht aufgestanden. Und die Amazonen haben gleich in ihrem ersten Spiel, denn das ist das erste Spiel beider Mannschaften, einen schweren Verlust zu beklagen. Lumen Pierce, die Linienfrau, ist ausgeschaltet und tot, denn ein Apotheker war im Team noch nicht vorhanden, im Gegensatz zu dem Team Ruby. Mhm. Die haben einen. Ja, und wer übrigens wissen will, was es mit den Teams jeweils auf sich hat, der erinnere sich an die erste Halbzeit, da habe ich das, glaube ich, sehr ausschweifend erklärt. Ja. Übrigens könnt ihr auch hier gerne noch drunter schreiben, was ihr glaubt, was die Namen der Amazonen für eine Bewandtnis haben, also aus welcher Serie die eigentlich kommen.
Gut, dann würde ich sagen, gucken wir aber jetzt erstmal hier weiter. Jetzt geht's los vorne, prügel sie weich. Genau. Oder ring sie und runter direkt, oder was auch immer. Da ringen sie zu Boden. Ringelpiez mit anfassen. Hm? Oder um ein schwer vermisstes Mitglied in einer anderen Mannschaft unserer Liga zu zitieren. Ich tanze, ich tanze, ich tanze sie zu Boden. Oh yeah. Ich möchte nochmal kurz darauf eingehen, was hier gerade gemacht hat am ersten Turn. Er hat jetzt die drei Feldspieler direkt an der Line of Scrimmage geblockt. Immer mit dem zentral davor stehenden Spieler. Ja. Immer nach hier, hier oder hier geschoben zum Beispiel. Ja. Ja. Er hat nie die Chance gehabt, sie einfach an der Line weiterzuschieben, einfach an den nächsten weiterzugeben. Das ist eigentlich eine durchgängige Taktik, um, falls zum Beispiel die Amazonen, die alle durch die Bank weg ausweichen zu haben, ja, die werden gepusht ohne Ende, irgendwann kommt mal das Pau. Warum also nicht durch die Gegend schieben, bis endlich mal das Pau kommt? Gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage, Gotrex. Genau das kannst du uns gerne beantworten. Wir werden sehen, ob er darauf eine vernünftige Antwort hat. In der Zwischenzeit hat übrigens der andere Blitzer den Ball aufgehoben. Das ist Yang Shaolong. Ja, so 100% safe war das zwar nicht, aber die Dame, die am gefährlichsten war, nämlich diese hier, die ist schon aufgestanden und tut nichts, weil die hätte auch mit zwei Dodges an den Ballträger kommen können. Gut, wären die sie zu risky, hätte ich vielleicht auch nicht gemacht, aber den Ballträger da ganz alleine, ich hätte ihn vielleicht noch hinten gelassen. Ja, das ist außer das nicht ohne. Range. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber genau das ist halt nicht passiert. Und jetzt wird hier Pyranikos gelähmt. Eieiei. Oh, ist die linke Seite dran? Auf jeden Fall würde ich sagen, die Fans kriegen hier ordentlich was geboten. Ne? Die Beacon Academy, wie dieses Stadion heißt, ist voll. Ne? Auch hier wieder, man erkennt es, wenn man die Serie kennt. Und was? Das gibt es doch nicht! Was war das? War das jetzt ein Dodge? Ich habe eben gerade nicht aufgepasst. Nee, es war ein Block, es war ein Bowstone. Okay. Das war ein Block von Tabitha Kelevan. Ja. Gegen, ich muss gleich nochmal gucken, überspringen bitte mal. Also das war Tabitha Kelevan, die von hier Lai Wen geblockt hat. Die hat sie auch zu, also dann sind beide zu Boden gegangen. Ja. Und dabei, beim beide gehen zu Boden, ist Tabitha gestorben. Ja. Die zweite Frau. Also, ich weiß nicht, was du gemacht hast, Lyran, aber es war wirkungsvoll. Ja, der hat sich gedacht, okay, ich kann zwar den Ball nicht aufheben, aber ich kann Amazonen töten. Genau. Also darin scheint er wirklich gut zu sein, denn das ist wirklich ein Er. Ja, das ist schockierend, weil erstens jetzt gibt es das Rundenende, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber der Tod und dann auch noch, es war ja kein Apotheker zur Verfügung. Also da sieht man mal wieder, warum es manchmal, also je nach Team, durchaus sinnig sein kann, den Apotheker auch schon im ersten Spiel dabei zu haben. Ja, der Steuerkette. Wenn auch das hier definitiv ein Ausnahmefall ist. Ohne Frage. Ballträger. Es ist der auch El Rakadush. Genau, El Rakadush spielt der hier Verteidiger aktuell. Ja, die Amazon. Und ist trotzdem sehr, sehr connected, finde ich. Also er stellt seine Spieler an die Gegenspieler ran und sorgt dafür, dass sie hier gut aufs Fressbrett kriegen. Also ich meine, ausweichen hin oder her. Ordentlich aufs Fressbrett, ja. Also ich weiß, wenn das ja die Taktik ist, okay, dann ist das halt so. Ich meine, kann man machen. Im schlimmsten Fall gehen sie halt zu Bohnen. Mit Rüstung 7 ist es aber jetzt. Nicht ja, so, aber guck mal, in Massen, die gehen halt in Massen zu Boden, ne? Ja, es werden auch viele Paus gewirbelt, ne? Durch Ausweichen, da geht schon mal seltener eine Dame zu Boden, aber es kann halt doch passieren, gerade wenn man so viele Spielerinnen anbietet. Ja. Aber ich glaube, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mit Amazonen einfach noch keine Erfahrung, aber ich glaube, Amazonen spielt man auch einfach connected. Im Angriff. Obwohl sie. Im Angriff natürlich eher, richtig. Aber ich glaube generell, also so ganz, ganz allgemein gesprochen, ist das schon eine Connected-Mannschaft. Aber weil man sich hier natürlich darauf verlässt, weil die ja alle Ausweichen haben, dass das ja die Niedergänge schon wesentlich reduziert und das relativiert dann die Rüstung 7 bis zum gewissen Grad auch wieder.
Also es ist schwierig einzuordnen, sowas, bin ich ganz offen. Aber ich gebe dir schon recht, also El-Rakadosh spielt die seine Heldinnen auf jeden Fall sehr connected dafür, dass er verteidigt. Da wäre es vermutlich fast sinnvoller, das nicht so flächendeckend zu machen. Ja, jetzt hat er sich ein bisschen angepasst. Wir sehen, am Ende seines Turns hat er eher so eine kleine Kette hinten aufgebaut in seinem Halbfeld. Jetzt müssen die Plutonen sich erstmal wieder dran stellen, aber natürlich hat jetzt hier der Grotex-Jäger hat hier die personellen Vorteil, die Übermacht. Und ja, ein Blitz reicht aus, sogar ein Push reicht aus, um sich eine Gasse in der Mitte zu bilden. Man muss auch ganz ehrlich sagen, er muss halt auch aggressiv spielen, denn es steht ja 1-0 für die Amazonen, für die Heldinnen. Und Gotrex Jäger muss El-Rakadosh jetzt halt jeden Fehler bestrafen, den er macht. Ja. Ja. Und das ausnutzen. Und das tut er halt auch, finde ich. Das die Frage, und das ist sehr effektiv. Will er den schnellen Touchdown, um dann eventuell nochmal einen Angriff der Amazonen zu riskieren, aber trotzdem nur das 2-1 zu probieren als Verteidiger? Oder sagt er sich, okay, ich will das 1-1? Also es sieht für mich schwer danach aus, dass er schon den schnellen Touchdown gerne gehabt hätte. Das hat natürlich jetzt nicht ganz in dem Tempo geklappt, in dem er es vermutlich gerne gemacht hätte. Aber wenn er, ich weiß jetzt gerade nicht, 7 Bewegungen hat der, das kann er jetzt in der nächsten Runde schaffen. Ja, er kommt direkt rein. Es müsste nur, ist aktuell eine der Amazonen raus. Ja, jetzt müsste schon 2 sein. Ja, und da es sieht schwer aus. Es sieht schwer aus, echt. Also ich denke mir, er würde es schon präferieren, obwohl ich sagen muss, jetzt wo er nur noch 4 Züge hat, ne, wäre eigentlich fast auf ein sicheres Unentschieden zu spielen fast schon schlauer. Aber da warten wir mal ab, was er vorhat. Gut, auf jeden Fall kommen die Amazonen in Scharen herangeschwärmt. Jetzt macht er nach links Platz. Ich denke mal, er will die eine Amazone wegblitzen. Das sieht um auch dann mit dem Ballträger. Vielleicht blitzt der Ballträger auch höchstpersönlich. Das hat er ja vorhin auch schon gemacht. Könnte er auch. Blitzer. Er muss ja nicht mehr passen. Er muss nur laufen. Ja. Ah, nee, er blitzt mit dem Blocker. Mit Lyuan wieder. Der ja so gerne Amazonen zerstört. Und es diesmal warum? Aber wohl nicht hinkriegt. Okay. Ich wollte gerade sagen, warum bleibt er da stehen? Aber weiterhin blitzt. Okay. Ja. Ich wollte gerade meinen, also... Aber das reicht jetzt eigentlich. Er kann jetzt rüberlaufen, er kann jetzt schräg rüberlaufen, muss einmal wohl ausweichen, um es dann noch hinzukriegen. Oder ein Go-For-It nehmen. Ja, ein Go-For-It wäre sicher auf die 2+. Ja, ich würde auch sagen, das Go-For-It macht mehr Sinn. Und das macht er auch, genau. Er läuft eine Strecke als Go-For-It und halt auch straight durch. Er hat das 1-1. Yang Shaolong hat hier den Ausgleich gemacht. Ja, und da steht es 1-1. Ich bin aufs nächste Kickoff-Event gespannt. Bin gespannt, ob die Amazonen noch das 2-1 machen können. Ob die Bretonen da noch was machen können. Im Ball nochmal unter Kontrolle bekommen. Wobei ich das ja eher nicht glaube. Also ich tippe mal auf ein 1-1 oder auf ein 2-1 der Amazonen. Geht sogar der K.O. wieder auf. Ja. Der K.O. Was bedeutet, dass wieder die Amazonen eine Frau in der Unterzahl sind? Aber jetzt dürfen die Amazonen angreifen und jetzt ist halt das alles Entscheidende, diese letzten 4 bzw. 3 Züge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gotrex Jäger steht jetzt hier unter Druck, weil in 3 Zügen muss er den Amazonen, die ja angreifen dürfen, den Ball abnehmen und einen Touchdown machen, um noch gewinnen zu können. Oder er muss die Amazonen halt sehr hartnäckig abwehren. Ja, und da die einen Zug mehr haben... Weiß ich nicht. Jetzt bekommt er seinen Bonuszug. Ja, er bekommt den Blitz. Und das ist jetzt die Chance für Gotrex. Guck dir das an. Die Amazonen haben nicht gegen den Blitz aufgestellt. Ja, aber ich glaube, man muss auch der Fairness halber sagen, dass nur die erfahrenen Spieler mit allem rechnen. Da muss man jetzt einfach ihnen ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, mit einem Blitzzug hat einfach keiner gerechnet. Allerdings gebe ich dir vollkommen recht, dass er hätte etwas breiter aufstellen können, um sich ein wenig dagegen zu schützen. Blood Bowl musste mit allem rechnen. Ja, das sag ich ja auch. Aber ich will damit ja nur sagen, ne, dass man muss jemanden nicht gleich verurteilen dafür. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte damit nur hervorheben, jedem kann ein Fehler passieren. Es war aber auf jeden Fall einer, richtig. Nur dadurch werden Spiele gewonnen und verloren, wenn man jetzt mal vom Glück absieht. Richtig. Und jetzt wird es halt auch wirklich spannend, weil jetzt hat...
Gotrix-Jäger genau das bekommen, was er gebraucht hat und hat das eiskalt genutzt. Ne? Ja. Er hat die Tatsache ausgenutzt, wie du richtig gesagt hast, dass die Amazonen überhaupt keine Flankendeckung hatten, was sie aufgrund der Tatsache, dass sie angreifen dürften, natürlich auch nicht zwingend gebraucht haben. Aber wie du schon sagst, man sollte mal auf alles vorbereitet sein. Ja, ja. Und das rächt sich jetzt, denn er hat den Ball. Der eigene Kick, weißt du, kommt drüber und kickt sich selber sozusagen den Ball zu. Ja. So könnte man das sehen. Es war zwar nicht derselbe Spieler, aber es ist genial. Also das wäre es noch gewesen, wenn der eigene Spieler aus dem Halbfeld kickt und läuft nach vorne und holt sich den Ball. Wenn ich das mal sehen würde, das wäre Wahnsinn. So, jetzt kommt der Blitz gegen den Ballträger. Der ist wichtig. Und er gelingt. Ist das Pau. Also man muss dann immerhin sagen, Gotrix-Jäger hat das Beste draus gemacht. Er kann ja nichts dafür, dass jetzt die Gegenaktion halt auch mühelos funktioniert. Ja, sogar der scatterte Ball wurde aufgenommen hier. Ja, Coco Adele gelähmt. Ballträger wird gesichert, mehr oder weniger, soweit es eben geht. Hier werden nochmal, hier wird jetzt die Reihe auch halbwegs eingehalten. Genau. Und der geht. Velvet Scarlatina K.O. Nur eine Amazone ist noch frei, die wird wahrscheinlich jetzt zum Ballträger gehen. Ja. Genau, also jetzt wird eine halbwegs vernünftige Schutzposition gesucht. Also es wird ein Block gebildet. So gut es halt eben geht, wenn da zwei feindliche Spieler direkt daneben sind. Ja. Aber Gotrix-Jäger hat halt immer noch den Vorteil, dass er in der Hälfte seiner Gegner ist. Also der Ball ist und bleibt immer noch in der Hälfte, wo er eigentlich, aus Sicht der Amazonen nicht hingehört. Ja. Und hier wurde jetzt durch ein Ringen wieder, obwohl das war kein Ringen. Nee, war das. Durch ein Both-Down wurde jetzt ein Rundenwechsel erzwungen. Genau, das ist natürlich schlecht hier für Gotrix-Jäger und Eldar Dushi, der hält sich jetzt hier und kloppt gleich mal fröhlich drauf, hat noch einen K.O. runter, Ruby Rose. Genau, Ruby Rose auch noch K.O. Zwischenstand bei den Bretonen, 3 sind K.O., 1 Blitzer, 2 Feldspieler und der Verletzte hinten. Und dafür halt hier die 2 Toten bei den Amazonen. Ich glaube, beides Linienfrauen. Ja, beides Linienfrauen. Aber langfristig sind die beiden Tode wirklich extrem. Er muss mindestens eine Spielerin nachkaufen, um keinen Loner zu haben. Und eigentlich, ein schwieriger Start. Eigentlich braucht er ja auch noch einen Apotheker. Den hat er ja auch nicht. Damit wird er wohl noch warten müssen. Und aber er kann jetzt zumindest den Sieg. Oder auch nicht. Ich würde gerade meinen, der Pass funktioniert ja nicht. Und bei der Wiederholung funktioniert er dann aber. Und an Wiederholungswürfen mangelt es ihm ja tatsächlich auch nicht. Das stimmt, ja. Denn er hatte ja 3 und das hier ist sein drittletzter Zug. Also er hätte in dieser Runde eh mal einen ausgeben müssen, um am Ende keinen übrig zu haben. Das ist jetzt eine richtig geile Ausgangssituation hier. Ja. Der Rakadusch, der hat kaum noch Gegenwehr. Also der Cage muss nur noch unten sein, weil von oben kommt keiner ran. Auch der liegende Feldspieler hier von den Bretonen nicht, der hier rumliegt. Der kommt nicht ran, da kommt der. Richtig. Es ist halt einfach, man muss halt einfach hervorheben, durch dieses sehr aggressive Vorrücken und dass niemand hier hinten zurückgelassen wurde eigentlich. Mhm. Also nur die hier vorne an der Front wurden ja zurückgelassen. Alle anderen sind drumherum gekommen. Dadurch hat jetzt El-Rakadush natürlich die ganze Sache auch gedreht, ne? Weil es ist in der gegnerischen Hälfte ist niemand, der ihm Widerstand leistet. Und auch hier durchs Ringen wieder beide down. Ein ungewöhnlich häufiges Ergebnis heute. Ist ein Risikomanagement vom Feinsten, wie es Blood Bowl nun mal gerne ist. In dem Fall hat... Ich denke, Gotrix-Jäger wird sich das auf jeden Fall merken, dass er in Zukunft seine Hälfte nicht, selbst wenn er sich überlegen fühlt, nie ganz wehrlos zurücklässt. Ja, ein Spieler dort vorne hätte es zumindest dazu geführt, dass die Ballträgerin nicht komplett safe da vorne steht. Ja, und so kann er es jetzt mit einem Go-For-It schaffen, zumindest die Formation wieder zuzustellen. Es waren sogar 2 Go-For-Its. Aber es reicht halt nicht. Man muss halt wirklich sagen, das sind Amazonen. Die haben alle standardmäßig Ausweichen. Ja. Das heißt, zustellen alleine bringt nichts. Nee. Habe ich auch schmerzlich gemerkt, einer meiner ersten Spieler mit den Vampiren, der Legendary Edition, habe ich auch mein erstes Spiel gegen Amazonen gemacht und es war Chaos. Ne? Abgesehen von dem scheiß Blutdurst, haben die mich ausgetanzt.
Ja. Also wenn du es wirklich verrückt an Amazon ist, obwohl ihre Werte so durchschnittlich sind, also 6 Bewegungen, 6 Stärke, 6 Gewandtheit, also Agilität, und nur ihre Rüstung recht niedrig ist, sie sind ein echt agiles und schnelles Team. Aber eben nicht wegen ihrer Bewegungsreichweite, sondern weil sie fast jeden Tanz durch die Tacklezonen schaffen. Ja, das stimmt. Also die Agilität ist durch das Ausweichen permanent natürlich beim Dodgen und auch gegen den Block, ne, auch sehr wirkungsvoll. Ne? Also sie bleiben länger stehen, wenn die alle nochmal ihren ersten Level abbekommen, abgesehen von den Blitzer. Gib den allen mal Block, dann hast du 11 Blotcher auf dem Feld. Absolut. So, da kommt der Kickoff. Er hat natürlich gegen den One-Turn-Touch schon aufgestellt und ja, es kommt mal Brise. Jetzt passiert mal nichts Außergewöhnliches. Genau, das ist ja Und das eher normale Ergebnis. genau. Und wie gesagt, wie du schon sagst, er hat hier gegen einen One-Turn aufgestellt. Er hat danach zwar selber noch einen Zug, aber ich denke mir, er weiß selber, dass er in diesem einen Zug danach selber auch nicht mehr viel ausrichten könnte oder müsste oder wollte. Das heißt, das Wichtigste ist, den Gegner davon abzuhalten, einen One-Turn zu schaffen. Genau, wir sehen hier, Kotrex-Jäger versucht es gar nicht, die Aufstellung signalisiert. Und genau das meine ich. Schubst den Gegner an der Line entlang. Falls es einen Push gibt, kann der nächste kommen. Also er will hier gezielt auf die Amazon nochmal draufprügeln, um SSP zu bekommen. Richtig. Das kann man auch wirklich nachvollziehen, weil ihm muss klar sein, dass er da nichts mehr schafft. Es ist schade, dass er bei seinem letzten Angriff, also ich verstehe ihn, ich bin ganz offen. Diese Tatsache, dass er diesen Blitzzug ausgenutzt hat, so gut er konnte, hätte ich auch gemacht, aber es ist halt tatsächlich riskant, wenn man in der eigenen Hälfte niemanden mehr zurücklässt. Ich denke mir, er hat sich halt zu sehr darauf verlassen, dass seine Feldspieler, die drei, die er da zurückgelassen hat, dass die alle noch stehen würden am Ende. Und das war halt nicht der Fall. Oder dass zumindest einer von ihnen noch stehen würde. Und ganz witzig hier am Ende hier mit drei Würfelwürfen, zwar insgesamt 4 Stück inklusive des Rerolls, bringt keinen Pow auf den Würfel und auch der SSP-Pass gelingt nichts. Das ist insgesamt, muss man einfach sagen, Gotrek-Säger hatte durchaus Chancen, die er nicht genutzt hat, aber insgesamt war schon, abgesehen vom absoluten Anfang des Spiels, war das Glück mit den Amazonen ein bisschen. Können Die wir ja auch auch hier. jetzt nochmal nachprüfen. Der 16. Turn wurde übrigens gar nicht gespielt von den Amazonen. Der hat einfach auf Runden beenden geklickt, wahrscheinlich, weil er eh nichts mehr ausrichten konnte. Ich denke mir genau, ich denke mir, da hat El Rakadush einfach gesagt, ich habe das Ergebnis, das ich will. Und ich muss auch sagen, Amazonen sind kein Team, bei dem ich sagen würde, dass noch nachprügeln, nur weil man es kann, sinnvoll ist. Weil durch die 7 Rüstung ist da ein ungewöhnlich hohes Risiko mit verbunden, wenn es schief geht. Also es ist kein Team, also auch wenn man es durchaus connected spielen kann, es ist kein Team, das sagt, ach, ich habe eh verloren, ich prügel jetzt einfach nur noch. Dafür sind die 7 Rüstungen doch wieder ein bisschen zu riskant. Denn wenn man selber angreift, nützt einem das Ausweichen nichts. Ne, da ist dann das Skull und der Both Down ist da dein schlimmster Feind. Außer der Blitzer. Mit Blitzer könnten wir es noch machen. Ja, gut, aber trotzdem bleibt die Grundannahme, ne? Grundsätzlich sehen wir ja hier alles, ne? 2 Todesfälle, 9 Rüstungsbrecher, ein Pass, 2 Touchdowns, auf der Gegenseite 12 Rüstungsbrecher, ein Touchdown. MVP geworden sind auf der einen Seite Chloe Sullivan, Linienfrau, und auf der anderen Seite Velvet Scarlatina, Feldspieler. Rin. So, dann haben wir dann hier die Statistiken. Einmal stoppen für die erste Seite, einmal stoppen für die zweite Seite. Weil ich glaube, es ist jedem klar, wie hier die Verteilung ist. SSP ähnelt sich, finde ich, sehr. Also hier haben wir 2 SSP mehr bei den unbeachteten Heldinnen. Ansonsten ist es das. Also ansonsten ähnelt es sich stark. Also Ja, ich hier. freue mich, dass die Heldinnen ein paar mehr bekommen haben als Ausgleich für ihre Toten. Ja, aber ganz sicher. Also, das ist jetzt natürlich der Punkt, ne? Die unbeachteten Heldinnen haben gewonnen. Das Spiel 2 zu 1, aber die beiden Tode werden diesem Team noch schwer zu schaffen machen. Im Gegensatz dazu steht Ruby, denke ich, besser da in Bezug darauf, wesentlich. Kann ja mal gerade gucken, hier die Würfelverteilung D6 bei Ruby. Das sieht relativ gleichmäßig aus. Ein einziges auffällige Loch ist bei den Vierern. Die gab es nicht so häufig.
Und die Fünfer und Sechser sind dafür dann halt der Ausgleich. Also es ist okay. Kann man als halbwegs gleichmäßig bezeichnen, kein allzu großes Übergewicht. Hier haben wir halt, hier sehen wir halt deutlich, dass das Ergebnis Schieben halt zweimal auf dem Würfel ist. Ansonsten ist aber auch hier die Verteilung relativ normal, wenn auch hier Skull und der Both Down relativ häufig sind. Relativ, wie gesagt. Das haben wir ja aber selber schon festgestellt. Bei den unbeachteten Heldinnen ist es ganz ähnlich. Auch hier, der Both Down fällt schon ein bisschen aus der Reihe. Und man merkt auch generell, sie haben gar nicht so oft geblockt, ne? Nein, also D6 ist auch wieder. Hier ist das, was bei der anderen Mannschaft gefehlt hat, die 4 sehr häufig wieder. stimmt, also die vier Und kam die auf der anderen 6 Seite. Die sind nicht 6, ohne. ja, eine sehr wichtige Zahl, weil damit gelingt ja alles, egal was du machst. Richtig. Aber das dazu und dann kann man nur sagen, das sind übrigens die Spiele-Paarungen für den zweiten Spieltag. So viel dazu. Und der erste Spieltag in dieser Staffel ist so ausgefallen. Alle 1-1, nur das Spiel, was wir gezeigt haben, nicht. Was in gewisser Weise auch wieder eine ganz spezielle Eigenheit dieses Spiels ist. Damit begrüßen wir den Spitzenreiter in der Staffel E auf dem ersten Platz. Richtig, und den vorerst letzten. Genau, stimmt. Denn das ist auch der Punkt, aber man muss halt der Fairness halber auch sagen, das wird nicht lange so bleiben. Nach dem ersten Spieltag kann man da auch wirklich noch nicht von einer deutlichen Entwicklung sprechen. Was Nein. mich jetzt noch interessiert ist, was aus der Verletzung geworden ist. Also die zwei Tode haben wir ja gesehen, aber was für eine Verletzung das jetzt noch war. Es war anscheinend eine, okay, das ist eine Verletzung, die nur für den restlichen Teil des Spiels ausgeschaltet hat. Mann, Die ich weiß das ist aufs jetzt schon verschwunden. Würfelergebnis nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Aber es war, wie man sieht, ist ja keine Verletzung zurückgeblieben, ne? Und das heißt, es war wohl eine Verletzung, die ohne weitere Folgen bleibt, die nur für das Spiel galt. Ja. Damit haben wir dann das erste Spiel, das wir beide wieder kommentieren aus dieser Saison, erledigt und sehen uns dann nächste Woche für das nächste Spiel aus dem zweiten Spieltag dann sehr wahrscheinlich. Und hoffen, wir haben euch gut unterhalten und hoffen, das werden wir in Zukunft auch weiterhin tun. In diesem Sinne, macht's gut. Ihr Lieben, bleibt strategisch.